Das ist natürlich der absolute Hammer. Hier an der Stelle macht man quasi den schlimmsten Köder zu Silber. Also, der wohl am wenigsten geliebte und am meisten produzierte Köder im Game, Eierteig. Eierteig an der alten Festung. Ich werd weich, Alter. Ich werd weich. Lilly Lucky hatte mich gestern angeschrieben und meinte, Alten, kompletter Wahnsinn. Gerade Trophy gefangen an der alten Festung auf Boily. Und dann hieß es wohl bei ihm im Talk so, ja, dann probier doch mal vielleicht noch einen Eierteig, weil ist ja gerade so schön kühl. Und ich habe tatsächlich jetzt die letzten Stunden beziehungsweise auch gestern schon ein bisschen geguckt, wann mal wieder ein bisschen eine kühle Phase kommt. Und jetzt gerade beziehungsweise auch der morgige Tag, der wird dann nochmal richtig kühl an der alten Festung. Bedeutet also so um die 15 Grad oder auch gerne kühler. Und ich habe rausgeschmissen. Eierteig, 3 Routen ohne eine Futtermesche. Ich habe gerade noch so überlegt, ja, was könnte denn? Und dann auf einmal surrt es auch schon ab auf einer Route hier. Gucken wir mal eben, da kommt doch schon was. Alter, das ist tatsächlich ein Schubi. Ich werd weich, Alter. Ich werd weich. Der Schuppenkarpfen auf Eierteig, das wäre natürlich der absolute Oberhammer hier. Jahrelang gesucht, den Schuppenkarpfen an der alten Festung mit allen möglichen an Ködern und mit allen möglichen und aller Faller. Das Ding sieht riesig groß aus. Ja, da ist er! Auf Eierteig, Alten! Auf Eierteig! Auf Eierteig! Auf Eierteig! Ich werd ja weich! Auf dem ollen Eierteig! Alter Falter, unnormal! Lilly Lucky, Alten, ich schick dir gleich mal eine Handvoll Goldköder, Alten, dankeschön für den Tipp. Ist ja der Hammer, Alter. Ist ja der Hammer. Jahrelang gesucht, den Mistfink. Ausgeworfen, erster Fisch, Eierteig, Rabams. Ich werd weich. Alter. Einfach wild. So, ich renn mal direkt wieder zurück, schmeiß aber hier vorne nochmal hin. Ganz entspannt, locker raus, hier vorne auf 17 Meter. Auf Setup gehen wir natürlich auch gleich noch ein. Ich ziehe mal eben hier die anderen Brocken raus, denn ich nehme natürlich gerne auch noch ein bisschen mehr mit. So kennt man den Eierteig. So kennt man den Eierteig. Reinwerfen und es geht irgendeinen Gelump beißt da rein. Abgefahren, ey. Ganz, ganz, ganz abgefahren. Ja, ich bin sehr gespannt, ob da jetzt gleich noch ein bisschen mehr geht. Grundsätzlich, wie gesagt, kein großes Theater. Simple Montage. So kennt man den Eierteig. So, das ist Eierteig. Das ist Eierteig. Verdammtes Rotauge. Unmaßige olle Schuppenkarpfen. 138 Gramm auf 138 Gramm auf dem Setup. Unnormal. Unnormal. 15 cm Vorfachsmaterial, 2 Nuller Haken, Eierteig. Ja, zack, auf 17 Meter. Und ja, dann geht es ab, ne? Und dann geht es ab. Ich habe den Sound so super leise, ey. Ich habe den Sound so mega leise. Ei. Hab mir gerade gedacht, komm, Alter. Das ist ja der. Da geht ja sofort einer in den Drill.
Vielleicht ist das ja wirklich was Großes, wobei ich das halt schon so oft hatte hier. Amure, 20, 22 Kilo und nie irgendwas, was halt ansatzweise dahin geht, dass es mal ein großer Schubi ist. Ja, und jetzt geht das ab, ne? Nicht so schlecht. Und wie gesagt, ohne Futtermische. Und ich weiß auch nicht genau, was man am besten nimmt. Ich hatte gerade schon angefangen, habe mir gedacht, ja komm, irgendwas, was halt so dieses Eiweißhaltige vielleicht noch so ein bisschen pusht. Oder, ich hatte ja mit der Trockenmische angefangen. Trockenmische ist vielleicht gar nicht so gut, denn da können wir noch nicht mal ein Ei reinkloppen. Wir könnten jetzt zum Beispiel, und ich glaube, ich bastel gleich einfach mal. Wir machen gleich einfach einen Döbel. Ja, so, das ist Eierteig, Alter. Da geht halt alles drauf. Ich meine, zuletzt am Bärensee hatten wir ja einmal im Livestream geangelt oder ich hatte ja auch schon mal da ein bisschen rumprobiert, auch in einem Video einfach mal so ein bisschen mit Naturködern und so Sachen. Also Eierteig kann man schon mal nehmen, aber der ist halt so wild. Aber das Dingen, unnormal, Trophäen an der alten Festung. Abgehakt, da ist er endlich. Schwarze Amur noch für Frosch. Ja gut, Frosch. Aber schwarze Amur noch. Und dann ist die alte Festung auch endlich ready. Richtig, richtig cool. So, jetzt gucken wir mal eben mit der Futtermische. Futtermische, Basis. Was kann man nehmen? Man könnte Hanfsamenmehl nehmen. Sehr viel, Hanfsamen, ne? Jeder weiß es, alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Superfood, Alter, kann man sich immer gerne reingeben. Oder einfach für Karpfen, die ollen Erbsen gehen eigentlich auch immer ganz gut. Ich glaube, ich nehme Hanfsamen. Ich habe mich gerade im Sagen umentschieden, denn Schuppenkarpfen ist ja jetzt durch. Jetzt kommt es auf dem schwarzen Amur nochmal an. Und schwarze Amur und Amur-Standardmische hat als Basis Hanfsamenmehl. Deswegen Hanfsamenbasis. So, jetzt kommt als nächstes da rein ein Ei. Klar. Da ist es, ich hocke genau davor. Erstmal kloppen wir da ein Ei rein. So. Dann brauchen wir, haben wir noch was mit Hanf? Haben wir noch was mit Hanf? Bestimmt, ne? Würziger Hanf. Ich muss gleich mal eben shoppen gehen. Denn ich hole mir gleich nochmal eben, ich hoffe, der ist da. Den magischen Hanf. Alter, guck mal hier. Geht direkt wieder ab. Ich hole mir gleich noch den magischen Hanf. Und dann lüpt das Ganze hier. So, mal eben nochmal rausziehen. Da gehen sie schön rein, hier die Schubbis. Auch wieder gute Größe. 12 Kilo. Auf dem ganz schnöden. So. Zack. Und da geht es weiter. Läuft. Ohne eine Futtermische bisher. Das ist halt das Allercoolste. Ich meine, es ist auch relativ kühl, ne? 10 Grad. Und was ich halt gerade schon gesagt habe, morgen wird es nochmal richtig kalt. 14 Grad kühl. Hier haben wir dann wieder solche Tage. Das ist natürlich richtig cool. So, ich gehe mal kurz shoppen und hole nochmal die fehlende Komponente. So, und wieder zurück. Dann können wir jetzt hier direkt weitermachen. Also Hanfsamenmehl, Hühnerei. Dann nehmen wir jetzt hier magischen Hanf-Feed-Pellets. So, was können wir noch reinmachen? Wir kriegen hier noch, haben wir hier irgendwas? Wir könnten Amino natürlich nehmen. Durchaus eine Option. Durchaus Hanfsamenöl könnten wir auch nehmen. Man kann natürlich jetzt auch noch irgendwo in Richtung Sahnig gehen. Viele Möglichkeiten, die man hier hat und ich glaube, ich bleibe bei Aminosäuren, denn wir wollen halt, ne, genau das, wir wollen richtig schön Geschmacksboost und ich nehme hier jetzt nochmal, glaube ich, Mais mit rein oder sowas, eine gute Standardbasis, beziehungsweise ich gucke gerade nochmal eben rein. So, ich glaube, jetzt habe ich alles zusammen. Amur, Ei, Amino ist das Ganze. Hanfsamenbasis, Hanf-Feed-Pellets, ein Ei mit reingekloppt, Leinsamen, Kürbissamen.
das auch noch mit drin, Amino auch noch mit drauf, anfertigen. Ich bin übelst gespannt. Das sind alles Komponenten, die ich zum Teil früher auch schon immer wieder verwendet habe für Graskarpfenmischen. Gerade auch Kürbissamen, Leinsamen eher weniger, Kürbissamen aber häufiger, Grasmischen und solche Sachen passen ja auch mal wieder gut mit rein. Hanf auch mit als Aromatik immer wieder ganz gut, von der Basis her sowieso gut. Und dann sind wir hier schön auf dieser Aminoschiene und das eben bei kühlem Wetter immer mal wieder durchaus richtig gut fängig. Ich bin übelst gespannt, werde das jetzt hier mal reinkloppen auf 17 Meter und dann gucken wir mal, ob sich da noch ein bisschen was regt. Also was soll man sagen, du kannst es dir nicht ausdenken. Rumgetestet, Futtermische ist drin, wirkt mittlerweile. Was passiert? Chaos, absolutes Chaos. 300 Gramm Schuppi, 400 Gramm Schuppi, mal 2 Kilo, Olle Karausche, 600 Gramm, nur Schrott auf Eierteig. Tja, was macht man jetzt damit? Ballert rein. Schuppenkarpfen ballert rein. Kann man mal machen. Einfach mal reinhalten und testen, vielleicht ohne Futtermische. Ich teste noch ein bisschen weiter, versuche auch noch ein bisschen andere Aromen, versuche auch noch andere Spots. Wenn ich mal wieder was finde, zack, neues Video. Ansonsten würde ich sagen, Petri Ölümmels, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr. Petri.